Der britische Premierminister Cameron hat seine Europarede mehrfach verschoben. Dadurch ist sie nun auch Thema auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos geworden. Und dort ging Cameron noch weiter mit seiner Kritik an der EU. Großbritannien solle nicht mit anderen Staaten zu einer politischen Einheit verschmolzen werden. Andere Regierungschefs forderten dagegen mehr Zusammenhalt angesichts der Finanzkrise, so auch Bundeskanzlerin Merkel. Es ist nur eine Stippvisite, doch die Erwartungen an den Auftritt von Bundeskanzlerin Merkel im verschneiten Kurort Davos waren gewaltig. Statt einer neuen Vision für Europa aber lieferte Merkel auf dem Weltwirtschaftsforum nur einen neuen Akzent. Sie will verbindliche Regeln für mehr Wettbewerbsfähigkeit. Ich stelle mir vor, dass wir einen Pakt für Wettbewerbsfähigkeit machen, in dem die Nationalstaaten Abkommen, Verträge mit der Kommission schließen, wo sie sich jeweils sozusagen verpflichten, Elemente der Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, die noch nicht dem notwendigen Stand der Wettbewerbsfähigkeit in diesen Ländern entsprechen. Ein Schritt mehr in Richtung Integration, bei der er sich am liebsten ausklinken würde. Großbritanniens Premier Cameron will weniger Verbindlichkeit und definitiv auch nicht den Euro. Und doch sieht auch er die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit als großes Thema, wie er am selben Pult wie Merkel wenige Stunden zuvor erklärte. Europa ist von anderen abgehängt worden bei Wettbewerbsfähigkeit und Innovationen. Es wird Zeit, die EU zum Motor von mehr Wachstum zu machen und nicht zum Kostenfaktor für Unternehmen und Ärgernis für die Bürger. Zwei Reden, eine Botschaft, unterschiedliche Akzente und ausreichend Gesprächsstoff für die 2500 Teilnehmer des Weltwirtschaftsforums.